22 Rounds. Ja. Ach so, genau, die MK3 ist das. Du hast richtig. 22 Rounds, die finden wir. Ja, aber 22 Rounds hab ich. Richtig. Ja, wieso gibt denn Tanja nicht die kleine Pistole ihm? Die hat doch noch eine schwarze drinne. Aber kein Schuss. Achso, kein Schuss. Man kann wenigstens treffen. Aber er hat die ganzen Schuss schon da, also wir brauchen nur die Pistolen zu finden. Wenn wir hier durch sind, dann geht das zum Militärbase. Ich denke, da kriegt auf jeden Fall Waffen. Denke ich mal auch. Habt ihr was im Haus? Dann kommt das bitte zurück zur Wand, wenn ihr alles gelootet habt drüben. Jetzt geht's nämlich los. In dem Gehege sind meistens Leute. Da kommen sie. Schieß, Markus, schieß. Okay. Okay, schon rüber, ja genau. Markus, wie sollen wir das jetzt machen? Jeder muss looten. Geh mal ein Zweierteam, ich mit meiner Frau, du mit deiner Frau. Ich mit meiner Frau. Oder wie machen wir es? Kommt man hier auf das Häuschen oben drauf? Ja, ne? Aber das sieht man ja alle, ne? Aber gut, es würde eine Möglichkeit sein. Aber wir sollten schon schneller looten. Wir sollten, sind schon viele Häuser. Ja, ja eben, also ist scheißegal. Aufpassen überall. Ja, ne, also gut. Also immer zwei sollten in der Nähe voneinander bleiben. Ne? Ich nehme das ganz hinten, das Haus jetzt hier. Ganz hinten. Der andere kann schon das nächste Grüne nehmen. Wir sind für mich alle grün. Was? Also ich gehe jetzt los hier. Ja, das also, ist nicht immer. Also, genau, das ist das, genau, das nimmst du jetzt hier. Ja. Genau. Und das hier hintere nehme ich das. Ich muss jetzt mal den Eingang finden, ja. Ich auch. Also. Hier ist schon mal der Eingang für das Haus, okay. Ich habe eine Schlange gefunden, hier rennt eine Schlange rum. Mitnehmen, Julian braucht eine. Alter, ist die eklig hier. Ist sie grün? Fährt auch grün. Ja, die ist grün. Och, echt? Die würde ich jetzt gern sehen. Mal sehen, wie grün sie bei mir ist. Neongrün. Echt? Die leuchtet bestimmt schon. Oh! Oh, Fresh Apple, du! Oh, Fresh Apple! Hat jeder Handschuhe? Ja. Alter, die tun in die Spülkasten? Ach, das ist das. Ach so, das ist das Gewicht. Danke. Alle so. Die Günther so. Oh, Digga. Ja? Ach, eine Metallpiepe. Metallpiepe. Das musst du jetzt erklären, was eine Metallpiepe. Was ist denn eine Metallpiepe? Markus, rennt da was draußen? Ja, ich. Du willst es wissen, dass du es bist. Das bist du? Ja. Da wären wir schon tot, weißt du das, Markus? Wenn ich erst fragen muss, bist du es? Ah, war doch nicht er. Also, du wirst jetzt schon tot werden. Ja, das ist das Problem. Also, das nächste Mal schieße ich erst und frag dann, ob du es bist. Ja, genau. Das war jemand drin in dem Haus, Markus, hier, wer hier steht? Keine Doppelgrün. Das war's. Für mich ist alles grün, danke. Also, ich bin ganz hinten hier. Okay, da bin ich auch. Die auch mal eine Schlange sehen. Die Schlange nach rum hier überall. Wart ihr in diesen Containern drin, Markus, in diesen einzelnen Garagen? Waren wir gerade drin, ne? Ja, da war ich auch gerade. Okay, dann geht es aber hier schnell. Ja, alles schnell machen. Tanja, ich bin weiter in die Mitte gegangen. Braucht ihr meine Tarnhose? Nee, ne? Nö, oder? Oder? Nee, eigentlich nicht. Selbst der Spülkasten ist richtig echt gehalten, ja, weißt du das? Genau, selbst hier drinne. Hast du einen Hammer dabei, Julian? Ja. Dann nehme ich ihn weg, dann brauche ich ihn nicht mehr. Dann hast du ihn. Weil damit kann man nämlich Metall abhauen. Hat jemand eine Fünferhose? Ich hätte eine Fünferhose. Ja. Habe ich auch schon gehabt. Ja, habe ich auch. Tanja? Fünfer-Slotshose? Wer hat eigentlich noch eine Spitzhacke gehabt? Ich. Okay, dann kann ich die ja jetzt eigentlich auch wegwerfen. Nein! Jetzt, okay. Hier ist ein Energy Drink, falls einer Durst oder irgendwas hat. Ah, da ist jemand drin, ne? Energy Drink? Ach, die ganzen Schritte hier, ey.
war hier so laut hier? Oh! Wer ist das mit dem grünen Licht? Mit dem grünen Licht? Ja. Geht welches das, grüne Licht? Geht denn das nicht hier? Welches grüne Licht hier? Warte, wo bist du? Sammy, hast du was gerade gehört mit dem grünen Licht? Ich sehe hier nix. Hier ist ein richtig helles Licht gerade erschienen. Weil ich bin ganz ziemlich weit oben am Wald bin ich, Maus. Ich hoffe, dass ihr nicht hier seid. Guck mal gleich raus, ich habe gerade eine hier mit dem Hunting Bow. Ich habe jede Menge Dosen, ne? Ja, ich bin das Licht hier aber alles voll. Schuhe? Markus. Ja. Hey, ich war das nicht gewesen. Ich habe auch schon ein violettes Licht gesehen. Warte. Ah ja, da. Okay, das bist du. Ah, es muss einer wahrscheinlich sein, dass der rausgekommen ist. Weil hier war für ihn einer drin gewesen. Brauchen wir Elektrik und sowas? Also so Elektrikkabel, Markus? Brauchen wir das Elektrik später oder nicht? Okay. Erstmal nicht, denke ich mal. Erstmal nicht, okay. Oh. Eine Augenklappe? Nö, auch nicht. Ich habe hier ein bisschen Ruckel-Ruckel, aber okay. Was ist Ruckel-Ruckel? Ah, jetzt ist hier. Ah. Sieht mich jemand meine Taschenlampe? Das Licht? Ja. Das Licht, ne? Das bin ich. Nein, nein, ganz helles ist da drüben bei euch. Aber ich bin ziemlich weit weg, das ist das Problem. Ja, das grüne Licht. Ja, das kam plötzlich. Hallo, hier bin ich, hier sind Dosen, ich kann die nicht mehr mitnehmen. Ja, warte, ich komm mal. Hier hinten. Also, da? Hier? Nein. Okay. Okay. Küche. Wie? Da hinten ist eins, ne? Ist das grün oder ist das nur, wie sieht das aus bei euch? Hallo Küche, oder? Wer ist das vor mir hier? Du, ne? Ja, ich. Ja. Zwei Stück in der Küche waren das, ja? Was? Hier drinnen? Das Problem, ich sehe nichts mit meinen grünen Sachen. Du hast 22 Rounds, das habe ich doch. Du musst es mir geben. Ja, eben, danke. Markus, hast du eine richtige Cap auf? Eine Basecap? Habe ich. Polizeicap? Ja, ich habe eine normale Cap, die reicht ja. Ich habe eine Polizeicap. Ach was, ich habe so eine erstmal. Ach so, die Metallpiep kann ich auch wegschmeißen, ne? Ja, ja. Okay. Was? Tanja, hast du was hier für mich? Ach so, draußen, die 22 Rounds bitte. Aus. Oh, das Problem, ich sehe hier nichts, wenn es zu grün ist. Hier. Wo bist du? Da. Ja, habe ich. Okay, also hat jemand alles hier, was du brauchst? Also Markus, ich habe hier, ich habe eine Mütze für dich. Bist du das hier, Markus? Nee. Nein. Der hier hinten. Hier? Alter, was ist denn Smiley mit der? Hört ja keiner Mensch auf dich. Achtung. Hier liegt eine Karotte. Hat auch jemand hier übersehen. Hier im Müll. Hey, Gemüse. Was will ich dann? Puh, die Tanja hat über 20. Was, ups. Was? Ups, sorry. Da ist ein Licht, guck. Ja, das ist Licht. Keine Ahnung, was ich ja, das kann man. Ja, nicht von uns. Das kann ja vorhin schon gewesen sein. Kam einfach. Ja, ich bin rausgegangen und dann war es auf einmal da. Okay, sollen wir jetzt dann hier runter zum Dings, zu der Base? Ja. Haben wir alles durch? Dann gab's. Ja. Ja. Oh, die Fitzen durch. Auch die hinten, die ganzen Hütten hier? Auch die hinten, ja. Okay. Wer ist das neben mir? Das ich. Ist das Julian. Und wo sind die anderen weg? Ja, die habe ich auch verloren. Warten auf was. Ja. Wir stehen vorne. Hier stehen wir. Hä? Hier stehen wir. Ah, er wieder. Ja, ne? Hier ist da, wo nicht hier ist, wo ihr nicht seid. Genau. Bei dem grünen Licht, oder? Ja, Alter. Grün Licht auch. Ach, zum grünen Licht laufen, ach so. Ach, oh,
Einfach den Weg jetzt geradeaus. Ach, dahin! Oh, Fettkalorienverbrauch extra hier. Da waren wir doch gerade eben. Eine Runde gelaufen. Ich hätte straf laufen muss hier. Wenn wir jetzt dann zum Militärbase kommen. Das ist ja noch weit weg. So, ist gerade hier vorne. Quatsch ja nicht. Jetzt kommt das mit der große Ort neben uns. Zu dunkel. Oh, ich muss gleich die Lampe anmachen. Aber auf jeden Fall. Bei SK würde es jetzt ausrutschen hier, wenn es zu steil wäre. Steil hier. Och, so finster, mach die Lampe an. Oh, alle drei Lampen an. Ruckel, ja, Bild. Ich hab die hellste Lampe, also. Also bist du auch der Erste, der erschossen wird dadurch. Ja, nee, ich stehe ja direkt hinter ihr, also. Julian, warst du eigentlich derjenige, wo wir den einen Typen da, der verfolgt hat bei uns? Ja. Auf so einem Sandweg, genau, das warst du ja gewesen, richtig. Oh, so viel Fußspuren, wenn da einer hinterherläuft. Nee, Leute, Alter, mach doch ein bisschen Angst, doch gut, Frau. Lass ja so. Ja, auch mal ein bisschen Kreis laufen. Ja. Alter, Falter, in einer kommt der. Er kriegt ja Panik. Er kriegt ja echt Panik, so. Ja, wir laufen dem vorderen Mann. Achso, das bist du. Achso, wir laufen dem hinterher, wo ich weiß, wohin. Da musst du überlegen, ob wir auch so einen Weg gelaufen sind, ne? Ja. Du denn nicht? Mhm. Und da hat uns einer verfolgt, weißt du? Mit einem Trinken. Und mit einmal habe ich gehört, so wie einer was getrunken hat, weißt du, im Gebüsch. Und ich dachte so, hä, war das Julian? Okay, bestimmt nicht. Okay. Und mit einmal kommt er aus dem Gebüsch rausgejumpt mit dem Licht, weil er uns nicht mehr gefunden hat. Alter, hab ich mich verjagt, du. Ja, was wollte er von euch? Nix? Einfach nur hinterher spionieren. Ja, er hat dann seine Axt genommen, hat auf uns eingeschlagen und da haben wir geschossen. Die, der riesen Kröte. Was? Hier. Was? Nee, sehe ich nicht. Das habe ich schon mit Markus durch. Aber wir könnten trinken, Digga. Markus? Ein Frosch. Ja. Eine riesen Kröte hier. Zwei halten Wache, zwei trinken schon mal, komm. Oh. Denn auch hier kommen Leute vorbei. Okay. Du weißt, die Ukrainer sind immer landauswärts. Warte mal, hier jetzt. Trinkt ihr? Ey, jetzt red nicht die Pingel rein. Ja, aber echt, wo bist du, Markus? Ich bin am Stein. Oh, guau. So. Der springt genau hier vor meine Füßen. Okay, jetzt gehe ich kurz rein. Ja. Geh ich auch. Es ist kalt. Jetzt halt ich, es ist kalt. Haltet ihr Wache? Ich sehe keinen. Du hast aber gerade angelassen. Das ist wieder hin. Ich glaub dich zu. Okay, nice. So, langsam Essen brauchen wir wieder mal. Ja. Da kommt jetzt nochmal so ein Einzelhaus hier vorne. Hier ist es doch schon. Hier ist es. Schwein. Wir dürfen den Weg. Ja, kannst du mit aufnehmen. Mit F kannst du es aufheben. Musst aber die Waffe wegpacken. Warum soll ich das machen? Du kannst mittragen. Was? Ein Schweinebraten. Warte, ich nehm's mit. Weißt du, was du mitnehmen kannst? Um Zombies zu entlocken. Wenn der eins hinterher ist. Das lässt dann frei und dann rennt mit dem Schwein her. Ist so. Mein neuer bester Freund. Hast du ihn mit? Ja. Beinchen Babe. Ich. Achso, wir sind an dem Haus hier, ne? Was da? Oder? Ein weißes Häuschen ist hier. Sag dann Bescheid, wenn ihr ein Schweinchen hört. Mann, hier ist nichts los, ey, echt. Ah, da kommt ihr ja. Cool. Kochenab. Versuch mal, ob das hier vielleicht funktioniert im Schild. Geht nicht doch. Warum macht man sowas nicht offen, Mensch? Hm? Ist er fertig? Warte.
Nee. Das Problem ist, ich sehe ganz übel mit dem gelben, mit dem grünen gelben Lichter. Kann ich alles hier wahrnehmen? Aber wir finden gleich was hier. Jetzt bei der Militärbase wird schon was geben. Ja, okay. Ja, Krankenhaus fehlt hier halt, ja. Das ist wohl wahr. Da eben, da gibt's. Siehst du, es gibt immer wenn oder. Markus? Hinten ja? Läuft einer? Oder bist du das da hinten ich, an der Scheune? Ich bin an der Scheune. Ah. Oh Mann. So weit weg sieht man einen. Ich hätte schon geschossen. Wenn ich Sniper wäre, hätte ich schon abgeschossen. Dann hätten wir jetzt keinen. Und dann erst gefragt. Hätten wir jetzt keinen Captain mehr. Wenn wir würden wir ziellos umherrennen. Dann müsst ihr euch einen anderen Captain suchen. Einer, der nicht so weit weg rennt. Dann sucht aber mal hier ab hier, ne? In der Scheune. Wollt ihr? Ich reingeguckt hier. Okay, dann geht ihr zwei, Tanja und Julian, könnt ihr kurz die Scheune durchsuchen. Manchmal habt ihr echt Glück und da liegen wirklich große Sachen drin. Mann, jetzt bin der Schwein weg! Er hat sich schon verliebt, er trägt. Und weißt du, wo er den Finger hat im Hintern? Warte mal, Entschuldigung, das muss ich machen, das muss ich mir aufnehmen lassen, ja. Ja. Siehst du hier oben die ganzen kleinen Vögel? Das sind, glaube ich, Dings hier, oder? Wie schnell. Er hat das Schwein richtig am Arsch packen. Das sind Fledermäuse, du, da oben. Schau mal nachts da. Sieht süß aus, so. Okay. Jetzt riech mal. Was sind die Schwäne? Riech mal im Finger. Er läuft! Nicht töten! Er hat's wieder mitgenommen. Okay. Packst du einen Rucksack hin rein? Oder mach einen Rucksack aus ihm! Schweine können das! Schweineleder, mach eine Brieftasche aus ihm! Ich brauch einen Namen für ihn. So, Pick. Ihr guckt euch mal kurz hier unten oben, ne? Wir beide? Nein, ihr drei alle, ich geh mal ganz schnell da oben hin. Ich komm mit. Okay, Schweinchen, geh. Guck mal bei der Bushaltestelle rein, Tanja. Entschuldigung, kurz. Warte. Ich bleib hier ein bisschen hier oberhalb und bewacht es dann so ein bisschen. Markus ist dann ganz oben. Schweinchen ist tot. Da. Oh. Beim Reinschicken oder beim Rausziehen ist er gestorben? Naja, ich weiß nicht so genau. Sag ich in dem Bus auch aus? Nee, oder? Nee. Das ist noch nicht mal eine Verkleidung. Das sieht auch bei dir nicht schon besser aus. So. Das ist alles so hässlich, was hier drin ist. Ja, haben sie vergessen. Schon ewig, schon seit dem Spiegel ist, reklamieren wir das schon. Dass die Innenleben vom Bus schon ein bisschen schöner werden können. Es ist ein Guss so. Aber vielleicht liegt doch daran, was? Dass sie eingeschmolzen sind oder so. Ja, zu ruhig in dem Server hier. Sind alle bestimmt wieder Militärbee. Aber was? Aber bei dem Spiel merkst du, bei den solchen Spielen merkst du, dass sich die Menschen hauptsächlich in Städten aufhalten, ne? Naja. Da hinten war noch mal ein Haus, ne? Sehe ich gerade. Okay. Siehst du es nicht? An der Straße entlang. Hinter euch, Tanja. Eine schwebende Dose. Jetzt rechts, links. Gucken, jetzt rechts und jetzt geradeaus gucken. Wenn der da rausläuft, ah, siehst du noch mal. Hat ja echt keine Ausdauer, der Kerl noch. Schlepp du mal 30, 40 Kilometer die ganze Zeit. Wenn ihr jetzt nochmal rausgeht aus dem Gehege, ist rechts von euch jetzt eine Hütte nochmal, ein bisschen weiter, gegenüber von der Straße. Rechts. Jetzt seht ihr sie. Jetzt guckt ihr direkt drauf eigentlich. Tanja. Ja. Die Straße hochwärts, da kommt ein Häuschen. Ist links von euch das Haus. Ah, da hinten. Jetzt ist es links von euch. Da. Und ich sehe euch so kräftig, Alter. Ich bin ganz oben jetzt auf der Brücke drauf. Auf dem Dings hier. Auf dem Steg bin ich jetzt oben. Du hast wahrscheinlich keine Wiesen, keine Bäume mehr dazwischen, oder? Weiß ich nicht. Da siehst du nur noch Menschen rumrennen. Bist du ganz oben? Ich bin ganz oben, ja. Und das hier, siehst du das hier auch? Ja, ich sehe dich, Alter. Ich sehe auch Dings, die anderen beiden drüben rumhampeln. Also mit dem Snipergewehr wirst du ein Leichtgebäude da oben. Was? Also ich hab dich genau im Visier. Wenn ich jetzt ein richtiges Gewehr hatte, keine Schutzwand. Genau. Dann wärst du weg vom Fan. Ich habe ja ein richtiges Gewehr. Ich teste mal. Bleib mal ruhig. Runterfallen. Ich habe ja ein Gewehr, stimmt ja. Also geile Aussicht hier oben. Gefällt mir voll.
Nö. Haus ist leer. Okay. Dann komme ich mal runter wieder. Oh. Ah. Ich habe so. Und nicht auch mitschleppen. Ich hab's in der Hand. Ich frage mich, wie es aussieht. Ich hab's in einer Hand. Seid ihr, ja? Denke dann zu essen, ja? Markus. Ja. 28. Ja, also, warum laufen wir dann nicht? Den Weg hier unten. Weiß lang. Nicht. Dann kommen wir direkt zur Base, Markus, hier unten am Wasser. Dann kommen wir direkt zum Militärding. Also hier runter, da hinten. Bus. Ah, da, da. Hier. Hinten durch, Markus. Ist. Tanja, hier. Hier am Bus. Hier müsst ihr herkommen. Zum Wasser her. Bin da hier. Hört ja nicht auf, dass ich ein Hühnchen dabei habe. So, und jetzt hier unten den Weg entlang. Hier rüber hüpfen, ihr drei. Okay. Tschüss, Hühnchen. Okay, es ist Kaneda. Tschüss, Hühnchen. Tschüss. Hühnchen ist leer.